damit wieder Ahoi und herzlich willkommen zurück hier bei Medieval Dynasty in einer neuen kalten Folge. Es schneit hier gerade fröhlich vor sich hin, während wir auf dem Weg sind nach Ronika, um da mal zu schauen, was wir dort für Quests jetzt zur Verfügung haben. Ich sehe da auf jeden Fall schon Federn auf Füßen. Piep! So, dich nehmen wir gleich. Haben wir überhaupt noch ein Messer dabei? Ja, haben wir. Nice. Ein Seeadler. Sehr schön. Da kriegen wir wieder ordentlich Federn raus. Irgendwie sah Fuß aus wie so eine Karotte mit Kralle. Und da war das Steinmesser auch gleich kaputt. 30 Federn haben wir rausgeholt. Sehr, sehr schön. So, ich bin ja mal sehr gespannt. Ich habe übrigens eben was gefunden. Weil ich eben noch am Rumexperimentieren und gucken und machen und tun war. Und zwar, wenn man hier ins Spielmenü geht, dann haben wir hier Spieleinstellungen anpassen. Das gab es, glaube ich, auch nicht immer. Da können wir zum einen nochmal sehen, wie gerade die Einstellungen natürlich sind. Und wir können sie auch je nachdem verändern. Und irgendwie sind hier, glaube ich, auch mehr dazugekommen. Das hier unten und so, das also der Teil hier zum Beispiel. Ich glaube, das war am Anfang vom Let's Play noch nicht dabei. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Wollte ich jedenfalls nochmal gezeigt haben, dass wir das auch ändern können, denn ich überlege eventuell die Jahreszeitendauer doch wieder einen Ticken runterzustellen, weil die Jahreszeiten momentan doch relativ lang sind, ne? Ich meine, wir haben jetzt doch schon ein paar Folgen hinter uns und sind noch immer im ersten Jahr. Das ist halt schon ein bisschen, naja, es zieht sich halt, ne? Und da bin ich am Überlegen, quasi das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Was haben wir denn da Schönes? Wenn wir hier noch was haben. Ich weiß nicht, ob wir hier schon waren. Oh, schau mal hier. Ein Alvin-Hut haben wir hier auf jeden Fall. Eine Eisensichel. Wunderbar. Wir haben nämlich übrigens noch gar keine Sichel. Deswegen ist es gleich doppelt gut. Und ich glaube, das war's auch. Warte mal, den Hut. Wir tragen gerade eine Kappe. Der Strohhut ist besser bei Hitze. Okay, na gut. Dann brauchen wir den nicht. Denn, also doch nicht. Dann nehmen wir den erstmal ganz normal mit nach Hause. So, haben wir hier noch was Interessantes in der Nähe? Ich glaube nicht. Es wirkt alles sehr einsam und verlassen hier gerade. Na, das ist ein Stein. Okay, sah gerade komisch aus da hinten. Jagdgebiet entdeckt. Wiesent. Siehst du mal, Wiesent müssen wir eigentlich auch noch jagen. Sag mal, wenn wir hier gerade irgendwo einen finden, dann würde ich vielleicht sogar eventuell den Bogen spannen. Allerdings nicht den, den wir gerade in der Hand haben. Weil der hält nicht mehr lange. Ich sehe hier nur leider keine Wiesens. Wo sollen die denn genau sein? Warte mal. Ah, vor uns. Okay. Dann schauen wir mal. Oh, dieses Geräusch vom Schnee, ne? Oh. Ich finde das Geräusch furchtbar. Die meisten lieben dieses Geräusch, wie ich hatte es denn. Ah! Denselben Effekt, wie als wenn man mit den Krallen an einer Tafel schabt. Ich nehme jetzt doch erstmal den Bogen, wir tauschen den gleich aus. Warte. Ach, siehst du mal, er nimmt eh direkt den nächsten Bogen. Fuck. Boah, die haben auch ein Tempo drauf, ne, die Viecher. Ach du Scheiße! Was haben die denn mit euch gemacht? Alter, für dich. Aua! Für dich brauche ich eine Shotgun. Was ist denn da los? Ende der Dynastie. Du bist gestorben. Okay, ja, gut, dann laden wir mal den Schnellspeicherstand. Huch, okay, ja, ich verstehe, was ihr meint, damit, dass die Wiesens etwas krasser geworden sein sollen. Das sind sie definitiv. Alter Schwede. Okay, mal gucken, ob wir uns irgendwie eine Location suchen, finden, was auch immer können, dass wir den vielleicht wegsnipen können, in Anführungsstrichen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir da bessere Waffen brauchen, die mehr Schaden machen. Ich sag ja, vielleicht so ein Shotgun oder so, das wäre vielleicht eine Idee. Okay, warte mal. Ich glaube, ducken, so sneaken bringt auch nicht viel, ne? Probier's mal. Hallo, Bogen? Ich weiß nicht, ob er weiß, wo wir sind. Ich glaube nicht.
Er weiß nicht, wo wir sind. Oder er hat sich festgebackt, ich weiß es nicht. Ich weiß leider auch überhaupt nicht, wo wir genau hinschießen gerade. Irgendwo auf das Vieh auf jeden Fall, aber... Wo ist er hin? Er hat auf jeden Fall eine Spur hinterlassen, wenn ich das richtig sehe. Alter, was eine Spur? Alter! Voll die Schlachtung hier. Da liegt noch ein Pfeil, zwei sogar. Ich hoffe nur, der kommt jetzt nicht gleich zurück. Okay, dann machen wir mal ein bisschen Spuren lesen. Da hinten. Wo ist der hin? Oh, Alter. Da ist ein Blutfleck. Da ist ein Blutfleck, da auch. Da ist er. Ist er tot? Wir haben ihn! Wir haben ihn! Unser erster Wiesent liegt. Da muss ich gleich mal hier den hier machen, ne, damit ihr Bescheid wisst. So, hier. Werter Zukunftskapitän, schau mal hier an dieser Stelle. Da hast du ein wunderbares Thumbnail. Okay, so. Wir brauchen, glaube ich, neues Messer, ne? Ja. Sollte ja kein Problem sein. Stöckchen. 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 Stein. Ein Steinchen bräuchten wir noch. Ich habe doch da hingesehen, ne? Ja. So, neues Level überleben. Nice. Mal, da geht ja richtig gut los hier heute. Was ist denn da los? Doch, gefällt mir ja. Da muss ich gleich mal gucken hier. Warte mal. Fertigkeiten. Wir haben einen Punkt zum Vergeben. Ich weiß gar nicht genau. Wir haben das meiste hier schon gefüllt. Starke Leber unempfindlich. Bessere Temperaturtoleranz. Scheint auf jeden Fall sinnvoll jetzt zu sein. Mittlerweile. Trinkwürde. Ja, Alkoholresistenz ist mir relativ wurscht. Schneller im Wasser ist mir auch egal. Weniger Schaden allein. Ich nehme mal weniger Schaden. Das ist, denke ich, nicht verkehrt. So, da wollen wir mal, ne? So, jetzt erstmal hier die nächsten 12 Stunden sich damit befassen, dass wir irgendwie überhaupt erstmal die Haut abkriegen. 25 Fleisch und 7 Leder. Wobei, naja, gut, so viel ist es gar nicht. Ihr seid zwar keine Elche, aber verdammt nah dran. Ja gut, der war daneben. Schade. Dann halt nicht. Dann landest du halt nicht bei uns auf dem gemütlichen Grill, schön im Warm. So, wir gehen mal weiter. Wir gehen mal weiter zu unserem Zielort. Ah, ja wunderbar, nice. Da brauchen wir nur noch den Elch und den Bären. Bären haben wir ja zwischendurch schon mal erlegt. Da haben wir aber mit Eisenpfeilen dann rumgemacht. Also, benutzt. Also ihr wisst, was ich meine. So, ne, komm, den Hasen lasse ich jetzt. Alvins Geschichte, was haben wir hier eigentlich noch? Alvins Geschichte, Unigos Geschichte, ach, das waren die 1000 Baumstämme. Da müssen wir mal gucken, vielleicht quatsche ich den einfach nochmal an und schau mal, ob man nochmal mit dem reden kann, ob der das wirklich ernst meint mit 1000 Baumstämmen. Weil, ja, wie gesagt, überlegt mal, ne, das ist jetzt nicht so wenig. Da würde ich vielleicht sogar hergehen und wenn, also wenn der das wirklich haben will und das unbegrenzte Tragen aktivieren für die Zeit. Oh, der war daneben. Ja, gut. Hätte ja klappen können. Wo ist er hin? Ach, da hinten. Na du. Dann wollen wir mal. Der hat irgendwie einen Restless Leg Syndrom, glaube ich. So, hier liegen noch schöne Steine rum. Theoretisch könnte man da ein bisschen was mitnehmen. Ich nehme mal so 2 Steine wieder mit. Fürs nächste Messer dann. So, dann schauen wir mal. Ich glaube, hier in der Mühle gibt es eine Quest. Da bin ich ja mal gespannt. Da durften wir ja schon mal eine Quest machen. War, glaube ich, mit den Hasen, ne? Du hast eine Quest, ne? Tatumir. Greetings. Hey, greetings, my friend. So, howdy und so. Letztes Interessantes-Quest. Okay, vielleicht doch. Nice, ich würde gerne eine Truhe durchsuchen, aber ich darf ja nicht. Weil du ja daneben stehst. Okay, warte. Nee, hier drüben. Ah, auf dem Feld hinten, okay. Jetzt kommt Alvin 2.0, der auch eine Hacke möchte. So, Moment. Ah! Immer schön Federn sammeln. Wir sind hier die Vogelscheuche vom Dienst, nur ein bisschen interaktiver.
So. Einmal mitnehmen. Boah, der war aber übel, der Pfeil. Ist wie so ein, wie so eine Lockenhalterung. So, hier wird nichts mehr gepickt. Das Feld gehört nicht dir. Aber du gehörst jetzt uns. So, der Pfeil... Ah, den haben wir schon aufgesammelt. Okay. So, junge Dame. Hallo? Ich speichere nochmal. Radegunda. Hello, Traveler. Na, du? Können wir dir bei irgendetwas helfen? Hm, ich könnte wirklich die Hilfe eines starken Mannes gebrauchen. Natürlich werde ich dafür bezahlen. Betrachte mich als interessiert. Ich muss meine Familie ernähren, aber unsere Vorräte sind erschöpft. Ich habe Münzen, aber keine Zeit. Das klingt schon wieder nach, ich habe keine Lust, nach Fleisch zu stinken. Das klingt irgendwie schon wieder danach, als ob sie auch Beeren haben möchte. Schauen wir mal. Bündner zu füttern. Ja, 2 Beeren und 6 Fleisch. Also 6 Fleisch können wir ihr, können wir das eigentlich schon geben? Hello there. Nö. Goodbye. Warum immer diese 2 Beeren? Wir müssen uns da echt mal einen Vorrat anlegen. Im nächsten Jahr quasi. Und dann irgendwie... Du hast eine Quest? Die Person ist nicht daran interessiert, mit dir zu sprechen. Ja, so würde ich mir selbst auch begegnen. So, hier haben wir ja einige Leute, sehe ich gerade, ne? Die könnte man natürlich theoretisch, aber ich glaube, wir haben gerade eh keinen Platz. Ist ja nicht gerade ein Piepematz? Okay. So, Barnim. Wer ist denn jetzt derjenige hier? Ich ist ja gerade pennen gegangen. Na toll. Okay, pass auf, wir gehen mal Stöcker sammeln. Und dann machen wir uns hier in der Nähe ein Lager. Hoffe nur, wir frieren uns nicht den Poppes weg, während wir hier schnürcheln. So, 16 waren das, glaube ich, ne, die wir brauchten. War das hier? Hier war das, ja, 16. Wunderbar. Gehört zu einem anderen Dorf. Dann gehen wir noch ein Stückchen weiter weg. Ich bleib mal hier beim Weg. So, und dann wollen wir einmal hier. Und dann wollen wir... Ach, siehst du mal, können wir gleich das Fleisch durchbraten. Das ist gar nicht so schlecht. Machen wir das mal. Kriegen wir auch gleich noch ein paar EP-Punkte kredenzt. Das ist wunderbar. So. Und dann schnarchen wir mal bis zum nächsten Tag. Und wir haben uns nicht den Poppes abgefroren. Wunderbar. Trinken wäre übrigens auch mal so eine Idee, ne? In der Richtung soll ein... Ne, warte mal, wir müssen den Schlauch dabei. Ah, egal. Ich gehe kurz zum Wasser rüber, dann müssen wir den Schlauch nicht benutzen. Da bin ich etwas sparsam. Dann hauen wir uns gleich noch schön ein paar Steaks in den Rachen und dann geht's erstmal wieder zurück ins Dorf. Guck mal, da ist wieder die Kiste. Huch. Die wir mal gelootet haben. Wir können ja mal gucken, ob da mittlerweile was respawned ist. Ich schätze zwar nicht, aber... Vielleicht überrascht uns ja das Schicksal des Landes. Mit ein paar neuen Münzen... Münzen, die da drin versteckt wurden. Ich glaube aber nicht, hier ist auch keine Schaufel. Nö. Da gibt's nichts. Na gut, pass auf. Dann hau ich mir hier mal ein bisschen was Leckeres rein. 87. Ja, wir sollten erstmal die hier verbrauchen. Wir haben viel zu viel Essen mitgenommen. So, naja. Kriegen wir alles hin. Wupp. Und dann schauen wir mal. Ich hoffe mal, der junge Mann möchte jetzt mit uns sprechen. Das wäre nicht so schlecht. Da drüben irgendwo soll er sein. Ich hoffe nur, der will jetzt nicht auch noch Beeren haben. Einmal kurz durchregenerieren. Junge, wie viele Steine hier rumliegen, ne? Ist ja der Wahnsinn. Könnte man ja fast ein Haus draus bauen. So, ist der etwa noch am Schnarchen, der junge Mann? Was ist denn da los? War das die Hütte hier? Nee. Ich glaube, es geht los. Konnte man irgendwie warten? Ich glaube, das ging, ne? Aber ich weiß nicht mehr wie. Es ist 7:51 Uhr. Die Sonne steht schon längst oben am Zenit. Aufstehen hier, was ist da los? Schönen Reisigbesen haben sie da. Ach, warte mal, mit der kann man handeln. Be welcome, stranger. Ja, peace.
Was gibt's denn bei dir Schönes? Das ist ja nicht so viel. Tierfutter, Dung. Ja, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber vielleicht können wir ihr was verkaufen. Schauen wir mal. Wir haben ja hier haufenweise Schnabulanzien. Was würden wir denn für das Fleisch kriegen, was wir hier haben? Weil wir haben so viel Nahrung. 143. Ja, komm, bitteschön. Gönnen wir dir einfach mal. Trinkschlauch mit Wasser. Der ist ziemlich teuer tatsächlich sogar. Leder behalte ich mal. Federn. Mit Federn könnten wir tatsächlich sogar Geld machen, aber... Vielleicht nicht unbedingt in Rohform. Der Strut ist auch ein bisschen was wert, aber den behalten wir natürlich. Eisensichel, Eisenschaufel, Kupferpfeile. Ja komm, weißt was, die verkaufe ich mal. Oder? 35 Schaden. Was machen die Steinpfeile? 25. Nee, dann heben wir uns die mal auf. Falls wir irgendwie dann doch nochmal einen Bären jagen gehen oder so, dann haben wir wenigstens etwas, was ein bisschen besser ist. Have a good day. So, halt. Hello, Mister. So, du, nee, warte mal ganz kurz. Genau, sei schön brav. Hello, sir. Mach mal etwas Platz, Junge. Was brauchst du denn? Ich glaube, ich nenne ihn Kevin. Weiß nicht genau warum, aber ich glaube, ich nenne ihn Kevin. Darf ich dich vielleicht was fragen? Ja, worum geht's denn? Ich wollte so tun, als wäre ich erwachsen, aber dazu fehlen mir ein paar Dinge und meine Eltern wollen sie mir nicht geben. Das klingt irgendwie sehr fragwürdig, aber erzähl mal weiter. Also dachte ich, dass du mir vielleicht helfen kannst. Ich kann dir nichts geben, aber ich werde meine Freunde bitten, nur Gutes über dich zu verbreiten. Ja, okay, gut, dann sag mal an. Das war eine spannende Unterhaltung. Okay, was brauchst du denn? Genau wie Papa. Ein Steinmesser. Hey, vielleicht können wir ihm das geben, was wir ja haben. Okay. Hallo, du bist zurück. Ja, aber denk an meine Worte, mein Sohn. Zuerst musst du mir versprechen, aufzupassen und nichts Gefährliches zu tun. Ja, ja, ich verspreche es. Kann ich jetzt anfangen zu spielen? Ja, bitteschön. Pass nur auf damit und denke daran, was du mir im Gegenzug versprochen hast. So, bitteschön, bisschen Reputation. Und wenn wir das nächste Mal hier sind, dann hat er wahrscheinlich das ganze Dorf abgestochen und er deckt auf, dass er das Kind der dunklen Bruderschaft ist, auserwählt von der Mutter der Nacht oder so. Okay. Mit Alvin können wir wieder quatschen. Ich gucke jetzt hier nochmal mit den Baumstämmen, weil das ist ja hier eh gleich nebenan. Also wenn die wirklich 1000 Baumstämme wollen, ne, dann will ich aber so hart von das Ding mit dem unbegrenzten Tragen aktivieren, weil, nee. Ich kann ihm ja einen Baumstamm geben, vielleicht reicht der ihm ja. Hasen! Ganz viele Hasen! Oh, guck mal, hier ist wieder so ein Lehmfeld. Und Lehmfelder haben die Eigenschaft, dass da gerne mal jemand seine Schaufel irgendwo stecken lässt. Da muss ich hier direkt mal gucken, ob wir hier nicht vielleicht irgendwo eine schöne Schaufel aus dem Dreck ziehen können. Sieht aber diesmal leider nicht so aus. Schade. Ich glaube, da drüben ist auch noch ein Lehmfeld. Aber auch da steckt nirgendwo irgendwas. Ist das ein Lehmfeld oder ist das ein normales Feld? Ich glaube, es ist ein normales Feld. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, wir sollen da drüben hin. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ohne Blume! So, einmal quer durchs Wasser rennen, gar kein Problem. Hallo? So, ach guck mal, die haben hier Kühe. Okay, Kühe kann man anscheinend noch nicht kaufen. Vielleicht kommt das noch. Ja gut, das lohnt sich jetzt nicht so wahnsinnig. Guten Tag. Steuerfahndung. Schauen wir mal. Weil ich komme rein, alle anderen gehen raus. Okay, wer von euch ist denn das? Du. Weiß zwar nicht, was ihr jetzt für eine Sauftour machen wollt, aber entschuldige mal. Ja, siehst du mal. Okay, wir reden einfach mit der Wand weiter. Was beschäftigt dich, Rudolf? Wieso nennt der uns Rudolf?
Ach, das war der Typ, der sich unseren Namen nicht richtig merken konnte. Nur um das klarzustellen. Das mit den Holzstämmen war ein Scherz, oder? Hä? Was meinst du damit? Die Wölfe sind... Ach gut, du hast mich erwischt. Ich wollte dich veralbern. Aber es gibt tatsächlich etwas, bei dem ich deine Hilfe gebrauchen könnte. Du musst eine Kuh für mich töten. Ich glaube, ich weiß schon, um welche Kuh es geht. Aber jetzt frage ich mich auf der anderen Seite, was würde passieren, wenn wir ihm wirklich 1000 Baumstämme bringen? Das würde mich echt interessieren. Ich meine, das wird halt 1000 Jahre dauern, diese 1000 Baumstämme zusammenzukriegen. Und da wäre wahrscheinlich die halbe Map kahl. Aber ich würde trotzdem interessieren, was dann passiert. So, richtig. Sie wurde des Hochverrats für schuldig befunden. Sie hat sich bestimmt mit diesen Wölfen gegen uns verschworen, ne? Diese kleine Kuh. Ich fürchte, dieses Mal ist es kein Scherz. Wir haben diese Kuh vor ein paar Jahren gekauft. Ihr Name ist Marila. Ja, das ist genau die Kuh, die wir eben gesehen haben. Sie hat schon vor einer Weile damit aufgehört, Milch zu geben. Meine Frau besteht jetzt darauf, dass wir sie schlachten, weil das Fleisch bald nicht mehr genießbar sein wird. Aber ich kann das einfach nicht. Sie ist mittlerweile fast zu einem richtigen Familienmitglied geworden. Die Kinder sind zusammen mit ihr aufgewachsen. Wir blicken auf so viele gemeinsame Erinnerungen zurück. Viele gemeinsame Erinnerungen mit einer Kuh? Och, sei nicht so. Du weißt, was ich damit meine. Kannst du sie töten? Mach's nur irgendwo, wo ich's nicht sehen muss. Ich will deine Kuh nicht töten, Mann. Na gut, wir haben ja keine tieferen Gefühle für Essen, also. Digga! Na komm, dann erfüllen wir ihm mal seinen Wunsch. Guck mal, Esel haben die hier auch, aber die habe ich, glaube ich, letztes Mal schon gesehen. Den Esel sollten wir uns auf jeden Fall dann noch leisten. Da können wir eigentlich mal langsam drauf hinsparen. Ja, du Homo-Rufter! Immer deftig drauf auf den Haufen! Ja! Gib ihm! Noch ein! Okay. So, die Kuh macht Mu. Noch zumindest. Das kann ja was werden. Immerhin ist sie noch immer hungrig, selbst im Tode. Können wir sie... Wir könnten. Ach Mist, ich habe keine Stöcker. Ich weiß nicht, ob das im Sinne ist. Ich speichere mal vorher. Aber ich nehme die jetzt einfach mal auseinander. Vielleicht holen wir noch ein paar Edelsteine raus, die sie verschluckt hat irgendwann. Da haben wir ordentliche Steak in der Hosentasche und dann schauen wir mal. Was sagst du dazu? Mit ihr sollen wir, glaube ich, reden, ne? Hallo. Hallo, du bist Wohlrat, das gute Wohlrat, stimmt ja. Du bist seine Frau, nehme ich an. Ja, das bin ich, Amanda. Und du? Mein Name ist Rakimir. Ich bin Jordans Neffe. Oder ich war es. Also eigentlich bin ich es ja immer noch, weil das Familienverhältnis ändert sich ja dadurch nicht. Aber das tut mir so leid, Schätzchen. Ich bin deinem Onkel nie begegnet, aber Wolrad und er waren enge Freunde. Womit kann ich dir helfen? Eigentlich bin ich hier, um dir bei deinen Problemen zu helfen. Der gute Wolrad hat mir von Marila erzählt. Oh, du willst diesem erwachsenen Kleinkind also dabei helfen, sie zu schlachten? Ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja. Endlich. Vielen Dank. Komm zu mir zurück, wenn es erledigt ist. Ich werde dich mit einer Kleinigkeit belohnen. Ach so, ja gut, dann, How can I help you? See you soon. Scheiße. Ach so, sprich mit Wolrad, okay. Wir hätten sie, glaube ich, noch gar nicht erlegen sollen. Ich hoffe, das hat die Quest jetzt nicht kaputt gemacht. Okay. Wie ist es gelaufen? Ich habe sie getötet. Also hast du es wirklich getan? Ist das nicht, was du wolltest? Was ich wollte? Nein. Aber scheinbar musste es wohl so kommen. Wie wäre es dann mit einer Geschichte über die Meute? Aber selbstverständlich doch. Abgemacht ist abgemacht, mein Freund. Bevor Jordan und ich die Meute trafen, da war ich...
Man könnte mich wohl mit einem Glücksspielkünstler, man könnte mich wohl einen Glücksspielkünstler nennen oder einen professionellen Würfelspieler. Aber es wäre wohl einfacher, mich als bescheidenen Betrüger zu bezeichnen. Ich reiste von Gasthaus zu Gasthaus. Dort benutzte ich meinen speziellen Würfel dazu, mir durch Schummeln etwas Geld zu verdienen. Mein Vorgehen war dabei recht gut. Aber Jordan durchschaute mich sofort. Seine Augen brannten förmlich ein Loch in meiner Hand, während ich die Würfel austauschte. Als ich es wagte, in seine Richtung zu blicken, lächelte er mich an. Er sagte kein Wort, obwohl er verlor und ganz genau wusste, dass ich betrogen hatte. Er bezahlte, schüttelte meine Hand und stand von meinem Tisch auf. Das weckte meine Neugierde, wie noch nie etwas zuvor, also folgte ich ihm. Als ich beobachtete, wie er sich mit der Meute traf, folgte ich der Gruppe. Ich weiß gar nicht, wann ich Sambo aus den Augen verloren, aber plötzlich packte er mich von hinten. Dieser Riese brauchte nur eine Hand, um mich am Hals ein Stück vom Boden zu heben. Drohte, er würde mich töten, sollte er mich auch nur ein einziges Mal wiedersehen. Muss dir Heidenangst gemacht haben, mein Junge. Also ich meine, der Sambo ist ja schon, ne? Vor allem, wenn er seine Rehe schnitzt, dann weißt du gleich, was Phase ist, du. Das Klügste wäre gewesen, so schnell wie möglich das Weite zu suchen. Weit weg von diesen Leuten. Aber ich war noch nie klug. Also folgte ich ihnen weiter. Beim nächsten Mal unterstrich Sambo seine Drohung mit ein paar Schlägen. Auf meinem rechten Auge konnte ich 2 Wochen lang nichts sehen. Aber ich gab nicht auf. Das wurde ihnen mit der Zeit so lästig, dass sie dazu übergingen, mich einfach zu ignorieren. Irgendwann störte es sie nicht mehr, dass ich ihnen folgte. Dann, dass ich neben ihnen ritt. Dann in ihrer Mitte. Also fing ich an, mein Lager bei ihnen aufzuschlagen, mit ihnen zu essen. Irgendwann eines Tages, als ich mit ihnen in eine Schenke ging und mich an ihren Tisch setzte, da schob Jordan mir einen Becher und einen Teller hin. So, wie er es für alle anderen auch machte. Unighost fragte mich nach meinem Namen. Und damit hatte es sich. Ich war Teil der Familie. Also warst du wie ein streunender Hund, der einfach nicht weggehen wollte. Alter, was ist das für ein Vergleich? Genau das. Ich weiß, wie dumm es klingt. Erbärmlich sogar. Aber rückblickend war das die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Sicher. Sie machten sich von Zeit zu Zeit über mich lustig, behandelten mich am Anfang anders. Ich war der Jüngste. Aber nach einer Weile fühlte ich mich wirklich als einer von ihnen. Und ich wusste, dass sie mich liebten. Das ist wirklich schön. Ich werde nie meinen ersten Einsatz vergessen. Wir brachten eine Gräfin dazu, ihren Landsitz einem Waisenhaus zu überschreiben. Es war großartig. Ich war begeistert und gleichzeitig fühlte ich mich gerecht. Wie ein sehr ehrenhafter Betrüger. Anstelle von Schuld fühlte ich mich, als hätte ich wirklich etwas Wichtiges erreicht. Und ich hatte es sogar gut gemacht. Selbst Jordans rechte Hand fand, dass es so war. Damit meint er, glaube ich, Sambo an der Stelle. Oder Unighost? Unighost? Nun, er und Jordan waren ohne Frage wie Brüder. Aber ich glaube, allen war klar, dass Kestrel den zweithöchsten Rang in der Gruppe innehatte. Wer ist das denn jetzt schon wieder? Das würde mich auch sehr interessieren. Sie haben dir nicht von ihr erzählt? Gut. Dann werde ich das auch nicht tun. Diese Geschichte muss jemand anderes erzählen. Du solltest gehen und mit Unighost darüber reden. Ja, das werden wir, aber da kannst du aber mal ordentlich einen feuchten Pups drauf lassen, mein Freund, ne? Es war mir auf jeden Fall eine große Freude, dich kennenzulernen, lieber Wohlrat. Und dann frier dir mal weiter schön den Arsch ab hier im Feld, ne? Ach, für mich ebenfalls. Jordan hätte dich gemocht, da bin ich sicher. Bis zum nächsten Mal, Ratatouille. Ja, bis zum nächsten Mal, wunderbar. Ach, herrlich. So, sprich mit Unighost, Fertigkeiten, bla bla, ne, wo wollte ich denn hin, Tagebuch, da wollte ich hin, genau. Alvins Geschichte mündet, das können wir wieder nicht machen. Alvins Geschichte, Unighost. Wir hätten das wirklich machen können. Okay, gut. Alvin ist auf jeden Fall der nächste halt. Da kriegen wir wieder Kupferpfeile von dem Guten.
echt frosty hier draußen. Schneit auch die ganze Zeit ohne Punkt und Komma. So, ja, dann machen wir uns mal wieder auf den Weg zum guten Alvin. Und ich bin sehr gespannt, wie es da mit dem Alvin jetzt weitergeht. Ob die da die Questline nochmal verändert haben. Weil, wenn ich mich recht entsinne, damals, ne? Damals! Da hatten wir ja mit dem Alvin dann hier auch so Bogenschießtraining gemacht und so, ne? Im Dorf hinter, da, hinter der Palisade. Da waren wir ja am Schießen auf diesen, ja, Zielscheiben-Strohballen quasi. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt oder ob das jetzt mittlerweile irgendwie anders ist. Das mit dem Rätsel gab es auf jeden Fall damals schon, ne? Was wir einleitend irgendwann mal hatten. So, was haben wir denn hier? Zinnerz. Ja, nice. Zinnerz nehme ich sehr gerne mit. Noch mehr. Kupfererz, Kupfererz, Steinspitzhacke, Fackel. Mensch, war ja relativ gute Ausbeute hier. Bei den Steinspitzhacke ist jetzt nicht unbedingt die Yellow from the Egg, aber ist auf ein Elch. Halt. Speichern. Moment. Dich brauchen wir eh noch. Warte mal, ich versuche eine bessere Position zu kriegen. Weiß nämlich nicht, ob die angreifen. Nein, tun sie nicht. So, wir haben ihn auf jeden Fall zweimal erwischt. Na, komm schon. Er ist auf jeden Fall schon ordentlich langsam und er blutet. Zack, da haben wir ihn nochmal erwischt. Ja, mein Junge, tut mir ja sehr leid, ne? Aber wir brauchen dich leider für die Hauptquest. Beziehungsweise für die Kapitelquest. Und da liegt er. So, mein Freund. Dann nehmen wir dich mal auseinander. Erstmal ein richtig schönes Elchsteak nachher. Und weiter geht's Richtung Alvin. Jetzt brauchen wir nur noch den Bären. Theoretisch könnten wir gucken, ob es hier oben wieder einen hat. Vergesse ich doch sowieso bis zur nächsten Folge. Weil, wenn ihr mal so auf den Timer guckt, ne, dann müssen wir langsam leider schon wieder zum Ende kommen. Aber ich gucke jetzt trotzdem nochmal. Warte mal, wenn wir mal hier wilde Tiere... Da soll der Bär sein. Komm, wir schauen einfach mal. Das sind ja nur 175 Meter, da kommen wir ja schnell hin. Ich wechsle aber schon mal die Pfeile. Der langen Bogen, was haben wir jetzt gerade? Wir haben einen normalen Bogen. Ich nehme mal den langen Bogen. So, und dazu die Kupferpfeile. Damit wir mehr Schaden austeilen können. Weil wenn der Bär uns erwischt, dann sind wir das Steak. Das würde ich gerne vermeiden. So, ja, wir sind hier schon relativ nah am Gebiet. Wir haben hier ja, wie gesagt, schon mal einen Bären erlegt. Das ist noch gar nicht so lange her. Und wenn wir ein bisschen sneaky vorgehen... Guck, da hinten ist einer. Wenn wir ein bisschen sneaky vorgehen, dann kriegt der uns vielleicht nicht mal mit. Erstmal speichern, na toll. Ich speichere nochmal. So, bitte nicht bewegen. Ich glaube, der ging viel zu weit. Der hat gesessen. Der auch. Der auch. Der weiß ich nicht. Muss kurz Ausdauer regenerieren. Wir haben ihm auf jeden Fall ordentlich zugesetzt. Weiß er, wo wir sind? Ich bin mir nicht sicher. Ach, Mist. Scheiße, jetzt weiß er definitiv, wo wir sind. Alter. So, aua. Okay. Ich lad mal wieder. Okay, wir können ihn auf jeden Fall stunlocken.
wenn wir immer schön hintereinander weg draufhalten, da müssten wir ihn kriegen. Hoffe ich mal. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wie hat denn der uns gerade mitbekommen? Also ich meine, der Wiesent hat, ja gut, der Wiesent hat vielleicht auch nicht so eine gute Nase. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ah hey, wenn wir das, wenn wir den jetzt noch haben, dann haben wir wieder die Kapitelquest durch. Da habe ich nicht mit gerechnet. Ich hätte gedacht, dass es länger dauert, die jetzt durchzukriegen. So, ich mache nochmal einen kleinen Position. Toll. Oh oh. Ja, genau. Geh mal wieder nach da hinten. Ich warte noch, bis er stehen bleibt. Mist. Ja, soviel zum Thema Stunlock. Mist. Versuchen wir die Pfeile wieder zu kriegen. Aber einmal haben wir ihn auf jeden Fall erwischt, ne? Trotzdem haben wir wieder 20 Pfeile. Keine Blutspuren. Gleich kommt der irgendwo aus dem Gebälk und beißt uns voll in den Nacken. Wo ist der hin? Ich glaube, der Bär ist spontan unsichtbar geworden. Da unten ist unsere Mine mehr oder weniger. Die Höhle mit Lager davor. Wo ist der hin? Das ist kein Bär. Ja, der ist, hat, glaube ich, keine Lust gehabt. Könnte jetzt natürlich einfach neu laden, aber würde den schon gern wiederfinden. Da ist er doch. Der alte Respawn-Bär. Warte kurz, so. Ach, bisschen, mal ganz kurz ein bisschen Ausdauer sammeln. Warte. Ich hoffe, der bewegt sich jetzt nicht wieder. Das gibt's doch nicht! Ich glaube, wenn er sich so aufrichtet, dann sucht er uns. Kann das sein? Mann, dass er immer genau dann plötzlich stehen bleibt oder dann wieder weitergeht. Okay, er weiß auf jeden Fall nicht, wo wir sind. Das ist schon mal sehr gut für uns. Oh oh. Ich glaube, er weiß gleich sehr wohl, wo wir sind. Oh Mann. Der hockt sich immer wieder hin, während wenn ich quasi... Was macht der denn da? Okay, er hat die Suche, glaube ich, aufgegeben gerade. Da liegen so unsere ganzen schönen Kupferpfeile. Ah, die holen wir dann. Erstmal müssen wir den Bären kriegen. Na, komm schon. Stirb! Yeah! Der Bär ist tot und die Dynastie lebt fort, jawoll! Alter! Mann, warst du ein Kampf, Junge! Was ist mit dir? So, jetzt geh erstmal Pfeile sammeln. Die liegen hier jetzt echt überall rum. So. Da. Wir werden eventuell auch nicht alle zurückkriegen. Aber wir müssen wieder ein bisschen Ausdauer. Weil manche vielleicht dann doch zu weit übers Ziel hinausgeschossen sind. Wer weiß. So, dich nehme ich auf jeden Fall schon mal mit.
Aus deinem Pelz mache ich mir neuen Bademantel, mein Junge. Da kannst du aber einen drauf lassen. So, wir sind bei 16 Pfeilen. Der hat nicht alle Pfeile aufgesammelt, die da im Bären steckten. Gut zu wissen, dass man da je nachdem nicht alle zurückbekommt. Werde ich in Zukunft gucken, dass wir die manuell rausziehen. Du musst dich aufwärmen. Nein, dann gehen wir joggen. Joggen wärmt bestimmt auf. So, Junge, Junge, Junge. So, finde eine Frau, habe einen Erben. Das ist jetzt unsere nächste Quest. Die wird auch ein bisschen dauern dann. Definitiv. Aber wir haben... Warte mal, was ist denn jetzt unser Baulimit? Ach du Scheiße, 110 Gebäude, alles klar. Ja gut, das, die kriegen wir bestimmt voll. Junge, Junge, Junge. Da gucke ich gleich nochmal, ob wir hier bei der Vogelscheuche vielleicht krabbeln können. Aber nein, auch hier können wir nicht krabbeln. Das war wohl mal ein Halloween-Event, wie ich jetzt gelesen hatte in den Kommentaren vor ein paar Wochen oder so. Ah. Okay. So. Dann werde ich mich auch erstmal für heute von euch verabschieden. Ich bin schon wieder viel länger in der Folge, als ich eigentlich wollte. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen entweder bei Anno, ne, 15 Uhr oder halt übermorgen wieder bei Medieval Dynasty um 18 Uhr. Es war mir eine Ehre, eine richtig schöne Weizenehre, aus der man sich hervorragend ein Mini-Brot machen kann, weil aus einer Weizenehre kriegst du, glaube ich, nie so viel Mehl raus, aber hey. So, jetzt aber genug Müll gelabert für heute. Wir sehen uns bald wieder und bis dahin erstmal reingehauen. Tschüss.